Sie bei Panonen.tv, ein Sender, der für die Zukunft Sendung macht. Denn sollten Sie im Fernsehen irgendeinen Beitrag von uns versäumt haben, dann können Sie das alles wieder abrufen, und zwar auf www.panonen.tv. Wir blicken aber nicht nur in die ferne Zukunft, sondern auch in die nahe, und da machen wir heute ein bisschen Spaß, denn wir nun Hans Wernerle und die Dietlinde. Dietlinde ist da. Genau, wie die beiden machen jetzt heute ein bisschen Programm in der Weinlandhalle in Rust. Dietlinde, wie ist denn das zustande gekommen? Durch eine Geschlechtsumwandlung? Das ist jetzt eine sehr gemeine Frage. Falls Sie die Sendung versäumt haben, schauen Sie in 14 Tagen. Bis dorthin habe ich eine Antwort. Wie geht es denn bei Hans Wernerle? Ist er immer ein Bubel? Ich bin immer ein Bub. Ja, ja, freilich. Jetzt gehe ich, wie oft schon. Nein, ich gehe eigentlich das erste Jahr dritte Klasse Volksschule, zum Unterschied von der Dietlinde. Die geht jetzt schon das fünfte Mal zweite Klasse. Also ich bin sozusagen der nicht Gescheitere, aber Wiefere von uns. Das war schon ein bisschen ein Vorgeschmack auf das heutige Programm in der Weinlandhalle in Rust. Da wird es ja einiges, naja, sagen wir, Heiteres, Gaudiges geben. Bezeichnet ihr euch eigentlich als Kabarettisten? Ja, nein, nein. Ja, ich sag schon, ja. Ja. Was jetzt? Nein. Ich sag nein. Nein, kein Kabarettisten, sondern? Ja, Scherzkeks. Scherzkeks aus Kärnten. Wir kommen eigentlich aus dem Fasching. Aus der Sendung Narrisch Gurt kennt man uns. Und Kabarett ist, glaube ich, ein bisschen mehr auf Politik bezogen und mehr auf Zeitthemen. Bei uns zwar ist das alles mehr so kindermundmäßig, also Kindermund tut Wahrheit kund. Und wir haben auch in unserem Programm nichts Kabarettistisches drin, wie Politik oder sonstige Sachen. Also eher Scherzkeks, sagen wir so. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum großen Lachangriff. Ihre Krankenversicherung hat den Veranstalter darum gebeten, Sie, geschätztes Publikum, auf die Nebenwirkungen aufmerksam zu machen, bevor der Kindermund Ihre Lachmuskeln strapaziert. Grüß Gott. Schmeckt's? Ich habe gerade gesehen, es sind relativ viele Kinder da heute. Sind die Eltern auch da von den Kindern? Falls sie daheim noch gleich blöd reden wie mir, wir übernehmen keine Haftung, gell? Weil es ist nicht alles jugendfrei, was heute da über die Bühne runterkommt. Ja, also merkt euch nichts. Der Papa hat jetzt ein Navi, ja. Nicht selber gekauft, der hat das von Nachbar geschenkt gekriegt. Von unserem Nachbar, der ist 98 Jahre, der hat sich ein Navi gekauft. Dann hat er zum Papa gesagt, das schenkt er uns, weil er braucht es nicht mehr. Das ist ein Klump. Dann sagt der Papa, warum ist das ein Klump? Dann meint der Nachbar, weil wenn er beim Friedhof vorbeigefahren ist, hat das Navi gesagt, Ziel erreicht. Auf die Hochzeit angeschaut, da von Williamson von der Kattel. Da, wo die Beckham auch war, da, die mit der Eierspeist vorne am schönen Kopf. Das Abtandel und der Stiel weg. Ja, aber ich bin ja heute komplett in. Auf jede Hochzeit geschaut? Ja. Ja, aber ich war vielleicht enttäuscht von der Übertragung, heißt. Wie ich gesehen habe, dass die Camilla in der Kutsche sitzt und nicht zirk. Brutal. Ja, aber die Übertragung von der Kathedrale, die war schön. Ja. Dort hat man so schön oben gesehen. In der ersten Reihe haben sie fleischfarbene Videowände gehabt, zwei Stück. Hab ich dem Papa gesagt, schau, die haben fleischfarbene Videowände. Sag er, wo? Sag ich, schau, erste Reihe nebeneinander. Sag er, was du für ein Blödsinn zusammenrest, da sind die keine fleischfarbenen Videowände, da sind die Rückseiten von Charles seine Ohrwaschel. Da gehe ich wieder ein in die Klasse und sage, Hans Wernerle, was ist das für eine Zeit, wenn ich sage, ich hätte nicht geboren werden sollen. Sage Frau Lehrerin, wiederholen Sie. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Was ist das für eine Zeit? Da habe ich Sie umgelacht, sage, das kann ich Ihnen auf Latein sagen. Auf Latein. Sag sie, das kannst du nicht. Sage ich, doch, das ist ein Preservativum defectum.
jetzt kommt noch der wichtigste Unterschied zwischen uns zwei. Was ich lese, kann ich mir das merken. Ja, und ich mache mir Gedanken darüber. Ja, was denn vorne? Da ist in der Zeitung gestanden von dieser amerikanischen Skiläuferin, von der Lindsay Vonn. Lindsay Vonn, die ist geschieden und die ist jetzt mit den anderen zusammen, mit den Ami-Skifahrern, mit dem Bodhi Miller. Die Lindsay Vonn und der Bodhi Miller sind jetzt ein Paar und im Herbst werden sie heiraten. Und jetzt kommt's. Er will ihren Namen annehmen. Stell dir vor, dann heißt er ja Bodhi Vonn. Normal ist der Bodhi Vonn eingelassen, aber da wird es heißen, Bodhi Vonn eingefädelt. Da eingefädelt. Irgendwann wird der Floschen kriegen. Warum? Wenn du jedes Mal einen neuen Text bringen wirst und mir vorher nicht gesungen wirst, wie kann ich dir das vorher sagen, wenn es mir jetzt in dem Moment eingefallen ist? Ah, jetzt ist er eingefallen. Ja, super. Ja, lässig. Bodhi Vonn. Dem Fahrer. Der ist aber super. Bitte Gott. Du, der ist zwar klar und etwas stärker, aber wissen du da alles? Ja, der hat 30 Silvester studiert. Der weiß alles. Der weiß alles, dann kannst du fragen. Musst. Der nicht. Weiß gar nichts. Ich habe ihn was gefragt, hat er nicht gewusst. Ich habe gefragt, hat er Jesus und seine Freundin in der Gemeindewohnung gehabt und der vielleicht nicht. Kann er ja nicht wissen. Oh. Weißt du, zu Jesus-Zeiten keine Gemeindewohnungen geben. Und Freundin hat auch keine gehabt. Was? Der hat keine Freundin gehabt, der hat keine Frau gehabt, der hat nicht einmal, wie heißt das denn, moderne jetzt, Lebensgefahr. Der hat nicht einmal Lebensgefahr. Jesus war alleinstehend vorher. Ja, Gemeindewohnung hat er keine. Na also, Freundin schon. Hat er nicht gehabt. Hat der Pfarrer in der Bibel nachgeschaut, hat er ausgelesen, dass der eine Freundin gehabt hat. Als Jesus durch die Wüste ging, folgte ihm eine lange Dürre. Der Jesus war ja Fußballer. Die können ja sogar mal, tust du dir heimlich was spritzen. Der Jesus war Fußballer, wie kommst du auf den? Der spielt jetzt zwar nicht mit bei der EM, aber der. Der war Mittelstürmer. Der war im Verein. Das weiß ich eben nicht. Steht in der Bibel drin? Jo, das steht in der Bibel. Da steht drin, Jesus stand vom Tor Jerusalems und seine Jünger standen abseits. In Jesus, seine Lieblingsapostel, waren zwei Türken. Du musst nur die Bibel lesen, die kommen alle 10 Seiten, kommen sie einmal vor. Die hat er ständig geholfen. Die hat er ständig geholfen. Zwei Türken? Ja. Wie heißen die zwei Apostel? Nehmet und Eset. Der Nehmet und der Eset. Ja, ständig unter die Kurse. Die haben sich dauernd versteckt. Nehmet, Eset. Die haben es am weitesten gebracht von allen Aposteln. Echt? Das sind jetzt die Schutzpatrone von den Kebab-Puden. Ich weiß nicht, was die jetzt anziehen wird. Ich hab gesagt, die Linde, ich trete mit dir nicht mehr auf, wenn du wieder so einen Fetzen anhast wie in der ersten Halbzeit. Hat sie gesagt, nein, sie verspricht mir. Was hast du jetzt an, bitte? Was suchst du? Im zweiten Fuß. Hast du mich nicht verstanden? Bitte? Was ist denn schon wieder? Ich da was Falsches an. Ja, was hab ich denn jetzt Falsches an? Hast du das auch wieder von der Tante geschenkt? Nein, das hab ich von meinem Papa gekriegt. Geschenkt gekriegt? Ja, der hat's. Der Papi hat's geschenkt. Der hat's irgendwo gekauft. Sowas kann man nicht kaufen. Hallo, hallo. Detlin, ach so, gekauft. Ach so, gekauft. Ich kann mir schon vorstellen, wo. Sicherlich in einer Boutique. Ja. In der Boutique Caritas. Modell gelber Sack. Burgenland. Ja, genau. Passt eh auf. Da ist der Landeshauptmann der Dauerregen.
Leichter Regen, der Niesel. Nieselregen. Ja. Ja. Aber, Wernerle, ich muss das schon sagen, ich bin ganz schön enttäuscht von den Russen. Warum? Das ist nicht gar so groß. Ja, groß, warum ist es so? Bei einer von habe ich die Ortstafel gesehen, Rust. Und auf der gleichen Tafel ist die Ortschaft hinten durchgestrichen. Die ist zwar klein, die Ortschaft, aber die haben einen Bürgermeister, die Tlinde, einen roten. Ein Indianer. Nicht ein Indianer. Was die, du, die Partei, wo damals der war, Bundeskanzler mit den aufgespritzten Lippen da. Der Kassen. Der mit dem Schlauchboot im Gesicht. Ja. Wo du glaubst, hast, den haben sie eine Frankfurt da eine operiert. Wir hatten ja Kassen. Gusenbauer, der Gusenbauer. Ist das eigentlich der Bruder von der Janine Schiller? Wer? Der Gusi. Das weiß ich noch nie. Oder Opernball. Ich habe Opernball geschaut, da habe ich den Lugner gesehen, da ist mir Schüttelreim eingefallen. Ja. In einer Frackwisch ist selbst der schierste Wrackfisch. Frackwisch, Wrackfisch. Ja. Du kannst keinen Schüttelreim, also wirst du das nicht sagen. Das Wetter war schön, als wir mit feurigen Huren zum Heurigen fuhren. Wo ist da ein Schüttelreim? Also du hast jetzt nur bei Uhren das stumme H ausgenommen und fuhren um. Bitte, was sind feurige Uhren? Was sind feurige Uhren? Na, bist du komplett deppert? Ich hab gesagt, feurige Huren zum heurigen Fuhren. Ja, eben. Du hast nicht nur Uhren, Huren. Ja, das sag ich ja, das stumme H. Na, das hat mit den Ohren nichts zu tun, die Huren. Mein Werner. Nicht die Uhren, die nicht, Uhren. Na. Hast du Asthma? Nein, ich hab nicht Asthma, aber mit. Schau, das sind Frauen, die sind in München, in Wien draußen, die laufen draußen in Wien vor ein Haus auf und ab. Das ist das Laufhaus. Und dann gehen sie eine arbeiten und das Haus hat einen eigenen Namen, wo sie arbeiten. Schau her, die arbeiten da drinnen. Dietlinde, ich mach mir um dich Sorge. Warum? Die können ja nicht in einen Ärmel drin arbeiten. Das sind Puffärmel. Die können auch nicht in einem Puffärmel arbeiten. Ohne Ärmel. Was ohne Ärmel? Nur Puff. Was nur Puff? Ja, red mir, ich bin doch nicht so weit. Nagelstudio oder Bordell. Laufhaus, Puff. Was? Das ist alles eins? Ja, das ist alles eins. Ein Puff ist ein Bordell? Ja, und der Bordell ist ein Puff. Das ist ja der Ausgang vom Puff, der Auspuff. Ich kenne mich doch nicht so aus. Nein, ich muss gerade nachdenken. Ja, es ist eh wurscht. Lang brauche ich den nicht mehr aushalten, weil ein paar Auftritte noch heuer und nachher ist eh vorbei. 2013 ist eh nicht mehr aktuell, weil ja 2012 am 21. Dezember hat die Meierin gesagt, geht die Welt unter. Und dann hat sich das eh erledigt, mit dir auf die Bühne gehen. Ja, mit dir gehe ich nicht mehr. Ich gehe trotzdem noch auf die Bühne. Du wirst mit mir untergehen. Nein. Ja. Was ich habe schon eine Lösung gefunden. Eine Lösung hast du gefunden. Ich fahre am 20. Dezember mit dem Papi in die Steiermark, weil dort sind sie 5 Jahre hinten. Danke vielmals, du Robert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa. Danke vielmals. Ja, Lachen ohne Ende, das waren sie also, Hans Wernerle und die Dietlinde aus Kärnten, beide bekannt natürlich vom Kärntner Fasching, haben sie auch gesagt. Ich hoffe, Sie hatten Spaß damit. Jetzt aber zu etwas Ernstem, nämlich zum Müll. Und da heißt es jetzt neuerdings beim Burgischen Müllverband, weg vom Entsorgen hin zum Wiederverwerten. Schauen Sie sich das an und dann gibt es noch zwei Hinweise auf sportliche Highlights am Ende der Sendung. Musik.
Die Abfallwirtschaft ist derzeit dabei, den nächsten Schritt in der Entwicklung durchzuführen. Und zwar, wir haben ja schon den Schritt von der reinen Entsorgungswirtschaft hin zur Stoffstrombewirtschaftung in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführt. Jetzt sind wir dabei, den nächsten Schritt hin zu einer Nachhaltigkeitsbewirtschaftung zu vollziehen. Das heißt, wir wollen versuchen, hier die Abfallwirtschaft so zu gestalten, dass hier die Wiederverwendung von Sachgütern an vorderster Stelle steht. Wir wollen die Menschen beraten, dass hier ein nachhaltiges Denken einsetzt, dass hier auch die soziale Nachhaltigkeit in der Praxis umgesetzt wird. Das heißt, zusammengefasst gesagt, wir möchten ein Wirtschaftssystem und ein Konsumverhalten aufbauen, das es uns ermöglicht, auch der nächsten Generation eine intakte Umwelt zu hinterlassen. Es heißt also Abfallwirtschaft, Wirtschaft, dieses Wort ist hier eingebunden. Entzieht man hier mit diesem neuen Denken, mit dieser neuen Methode nicht der Wirtschaft auch etwas Geld? Es geht also letztlich dann nur ums Verwerten. Es geht um Dinge, die für die Wirtschaft eigentlich keinen Wert mehr haben, so wie es ausschaut, nämlich um Dinge, derer sich die Menschen entledigen wollen. Das sind Sachgüter, die der Einzelne nicht mehr braucht und sie dann in der Regel der Abfallwirtschaft zur Entsorgung zuführt. Und wir möchten, hier gibt es aber wieder Personen, die sehr wohl noch eine Verwendung für diese Sachgüter hätten. Und hier geht es jetzt darum, einen Kontakt zu schaffen zwischen denjenigen, die die Dinge nicht mehr wollen, und den anderen, die sehr wohl noch eine Verwendung haben, und in dieser Art und Weise diese Sachgüter wieder in den Stoffkreislauf einzubringen. Das hätte eine doppelte Erfolgsrate für uns, und zwar wäre es abfallwirtschaftlich ein Erfolg, dass die Dinge nicht in der Abfallwirtschaft landen, nicht auf der Deponie oder nicht in der Verbrennung. Und auf der anderen Seite hätte es einen sozialen Aspekt, dass Personen, die aus welchen Gründen auch immer im Moment darauf angewiesen sind, kostengünstige Konsumgüter zu erwerben zu müssen, dass die jetzt dann hier die Möglichkeit hätten, hier diese Reuse-Produkte, diese Produkte, die in den Wiederkreislauf eingebracht wurden, diese Produkte hier kostengünstig zu erwerben. Ja, sind also sehr viele Schwerpunktaktionen seitens des Müllverbandes im Burgenland geplant. Einige haben wir ja im Laufe der letzten Sendungen schon gebracht. Es geht also hier weiter. Was ist also der Endzweck dieses, wir haben es gerade erwähnt, natürlich mit der Wiederverwertung, aber was ist der Endzweck dieser gesamten Aktionen? Wir haben drei Schwerpunktthemen, die wir in den nächsten Jahren intensiv behandeln werden. Diese Frage der Nachhaltigkeitsbewirtschaftung ist ja nicht ein Thema, das sich von heute auf morgen erledigen lässt. Wir sind schon dabei. Es wird uns mittelfristig und langfristig in den nächsten Jahren begleiten. Das soll jetzt der erste Schritt hier sein, dass wir aufbauend auf dem bereits bestehenden System Recycling for Smile, wo wir Donnerkartuschen wieder in den Stoffkreislauf, in den Produktkreislauf und in den Verkauf bringen, auszubauen mit weiteren Projekten hier mit diesem Reuse Masterplan, der es ermöglicht, Recyclingprodukte zu erzeugen, und mit dem dritten Projekt, das unter dem Titel Sozial produziert läuft, wo es darum geht, eine soziale Produktion aufzubauen, hier ein Netzwerk aufzubauen zwischen Wirtschaft, öffentlichen Einrichtungen und Sozialbetrieben, die hier soziale Produkte erzeugen, im Zuge der sozialen Produktion Produkte erzeugen und diese Produkte dann in den Verkauf bringen für Menschen, die auf den Kauf solcher Produkte zum Zeitpunkt angewiesen sind. Kreintscher, Jelavec und Co. sind ebenso in dieser Form in Österreich gelandet. Jetzt folgen Top-Talente aus Kroatien. Zu sehen vom 13. bis zum 15. Juli in der kleinen Schweizer Arena in Zagelsdorf, Nähe Eisenstadt, beim Transferturnier von Sport Universal. In diesen Käfigen sind viele bekannte Nationalspieler faktisch fußballerisch groß geworden, beim Minisoccer. Ebenso ein Programmpunkt dieses Zagelsdorfer Turnieres vom 13. bis zum 15. Juli. Auch für tolle Stimmung wird bei diesem 3-Tages-Turnier und Fest gesorgt sein, mit einem kroatischen Abend. Von GG auf dem Sportplatzgelände ausgerichtet. Spielen, reiten lernen, das kann man in Andau im burgenländischen Seewinkel auf der einzigartigen Busteranlage von Helga und Helmut Altmann. So bieten sich dazu wieder Kurse an. Für Neueinsteiger, totale Anfänger und Fortgeschrittene, aber ebenso für jene, die zur Lizenzprüfung antreten möchten, um später auch Turniere bestreiten zu können. Anmelden können Sie sich persönlich unter 0664 171 9024. Auch im Internet unter www.rcandau.at finden Sie alles über Pferde und Reiten.
denn auch die Zucht spielt bei Helmut Altmann eine wesentliche Rolle. Vom 30. Juni bis zum 1. Juli inszenierte RC Andor übrigens ein großes Reit- und Springturnier. Schauen Sie, wenn Sie reiten lernen oder ausreiten wollen, Turnier- oder Pferdefreund sind oder auch den romantischen Seewinkel mit seiner Buster-Atmosphäre mögen, in Andau ganz einfach vorbei. Musik.